Ich würde sagen, wir fangen heute ganz gediegen mal an mit einem Video von Just Nero. Und zwar haben sehr viele Leute gesagt, was hältst du eigentlich von dem Beef von ASMR Janina und ASMR Kenny oder Kenny ASMR? Ich kenne den Kenny tatsächlich schon etwas länger. Ich habe damals mal bei ihm reingeschaut, da hat er so ein, ich glaube, da hat er 1000 Mal oder 10.000 Mal irgendwie sowas geflüstert, danke, danke, so ein Danke-Stream zu so einem Abonnenten-Special oder sowas. Ich schaue ab und zu mal rein so und ich finde ihn auch ganz sympathisch. Janina kenne ich nur durch die Memes, also ich weiß, dass sie auch ASMR macht, aber ich habe jetzt noch nie, ich sag mal, intensiv Videos reingeschaut, weil ich persönlich auch einfach, muss ich einfach sagen, kein großer ASMR-Fan bin. Also kann jeder machen, was er möchte, ne? Aber mich holt das nicht so ab. Aber scheinbar gab es da jetzt irgendwie Beef die letzte Zeit. Also es ist schon was länger her, da gab es Beef zwischen denen. Und jetzt gibt es noch ein Video von Just Nero. Ich habe ein Problem mit dir. Da bin ich mal sehr gespannt, was er erzählt, weil, wie gesagt, ich kenne die Janina nicht so gut. Ich weiß halt nur, dass sie entweder mit Payne mal zusammen war oder immer auch zusammen ist und dass sie da auch so ein bisschen in dieser Szene drin ist und so. Ich sehe ab und zu was auf Twitter von ihr, aber ich verfolge sie nicht aktiv, habe jetzt absolut kein Problem mit ihr oder so, aber ich bin mal gespannt, was sie sagt, was er sagt. Hallo Janina. In diesem Video möchte ich dir mitteilen, dass ich ein Problem mit dir habe. Warum und welches werde ich gleich erklären. Okay. Trotz, dass ich ein Problem mit dir habe, fordere ich euch dazu auf, nicht zu ihr rüberzugehen und irgendwelche fragwürdigen Kommentare zu schreiben. Vernünftig. Bleibt einfach freundlich. Vorweg sei gesagt, der Grund für dieses Video ist nicht mal direkt ihr Content, sondern eher der Umgang mit Kritik an diesem. Klar, auch an ihrem Content habe ich einiges auszusetzen. Bei Videotiteln wie Ich bringe dich persönlich ins Bett. Ich bringe dich persönlich ins Bett? Oh Mann, ich kenne ihre Videos jetzt nicht so gut. Ich habe irgendwie damals mal ein Video angeklickt, da hat sie irgendwie so einen Schleim gehabt oder sowas. Oder ich weiß nicht. Du. Ich kenne sie halt aus den Inscope-Videos, ne? Ich bringe dich persönlich ins Bett und helfe dir beim Einschlafen. Also kommt sie dann bei einem zu Hause vorbei oder was? Das ist doch eigentlich eine nette Sache. Freuen sich bestimmt einige drüber. Ich habe das Video geschaut und sie stand nicht mit einer Profikuscheldecke in meinem Zimmer und hat mich auch nicht ins Bett getragen. Ne? Wenig enttäuscht war ich da schon. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie mit solchen Titeln künstliche Nähe zu den Zuschauern suggerieren will. Wer weiß, ist natürlich nur eine kleine Spekulation meinerseits, nicht wahr? Ebenfalls ging es mir nach diesem Video aber auch nicht besser. Durch dieses Video wird es dir besser gehen. Personal Attention. Roleplay. Ja, sehe ich jetzt noch nicht so kritisch die Titel. Also ich finde auch lustig auf jeden Fall die Titel, aber ist jetzt nichts, also ich verstehe auch die Kritik von Just Nero, aber ist jetzt nichts, was ich jetzt hart kritisieren würde. Einige von euch wissen das vielleicht. Ich finde ASMR absolut schrecklich. Ne? Komplett zum Kotzen. Somit der gruseligste Content auf YouTube. Glotzt euch mal als Mensch mit Misophonie Videos rein, in denen YouTuber ins Mikro schmatzen. Also ich fühle es auch, also ich finde es ganz schlimm. Ich finde es ganz, ganz, ganz schlimm. Aber ich weiß, dass es viele Leute gibt, die das einfach enjoyen und so, und das ist auch schön. Nur ich persönlich finde es auch so schlimm, ich kann es mir gar nicht, ich kriege da Aggressionen, wirklich Aggressionen. Allerdings heißt das ja nicht, dass das per se schlechte Videos sind. Ich mag sie nur einfach nicht. Das gilt genauso für Kenny, auf dessen Seite ich hier stehe. Ich glaube auch noch nicht mal, dass das, was ASMR Janina da macht, irgendwie schlecht ist. Gut, die Videoaufmachung mit den Titeln und den Thumbnails sowie das Hypewellengesurfe sagen mir jetzt nicht so zu, aber das ändert halt nichts am Videoinhalt, ne? Wie gesagt, auch gar nicht der Punkt, warum ich das Video hier mache. Zudem kommen wir nämlich jetzt. Der Beef mit Kenny. Die beiden hatten so eine kleine Vorgeschichte, aber der direkte Auslöser für die Konfrontation war eine Reaction von Kenny. In dieser Reaction hat er wirklich minimalste Kritik an ihr geäußert. So minimal, dass ich nicht mal bemerkt hätte, dass da überhaupt welche war, wenn das Ganze nicht so hochgekocht wäre. Oha, jetzt bin ich aber neugierig. Okay, also Kenny ASMR hat eine Reaction gemacht auf dem ASMR von Janina ASMR. Und dadurch ging der Streit los. Okay, jetzt bin ich gespannt. Was hat er denn so Schlimmes gesagt, dass Janina sich so angegriffen gefühlt hat? Schnallt euch an, jetzt wird's übel. Die vernichtende Kritik von Kenny K., die Janina so erzürnt hat. Ich hab mir extra was für euch gekauft. Oh, jetzt hören wir mal die Kritik. Oh oh. Jetzt wird Janina aber richtig von Kenny weggeflamed, oder? Wie das Preisschild. Janina, falls du es trotzdem irgendwann sehen solltest, dir irgendein Mod von dir das klippen sollte, mach das Preisschild auch bei den Trigger-Gegenständen, die du kaufst. Boah, Kenny, ne? Hä? Hä? Das war's? Das war die Kritik? Schau mal, was Janina dazu sagt. Ich find's einfach respektlos, wenn man dann schon auf meine Videos reagiert, ne, und selber in dieser Szene ist, dann noch nur negative Aspekte zu nennen und das einzige Positive im Endeffekt zu sagen, dass ich es ja gut ist, dass ich da bin, weil dadurch habe ich ihm ja Zuschauer gebracht. Das ist im Endeffekt im Groben und Ganzen das einzigste Positive, was er über mich sagt in diesem ganzen Video. So, halt mal fest. Oh mein Gott, nein.
Deswegen ist Beef entstanden in dieser ASMR-Deutschland-Szene, weil Kenny gesagt hat, mach das Preisschild ab, wenn du so ASMR-Gegenstände kaufst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und sie sagt, hä? Wie empfindlich ist denn Janina denn da gewesen? Kennys Reaction war durchweg negativ, außer dass er wegen ihr mehr Klicks macht. Wollen wir uns die Realität mal reinziehen? Also die ganzen negativen, bösen Kommentare, die er die ganze Zeit abgelassen hat? Anschein bitte. Es wird wild. Gesagt. Ah, jetzt kommen die negativen, weil sie hat ja gesagt, er hat nur Negatives in seinem Video gesagt. Schauen wir rein, was er so in seinem Video gesagt hat. Und das nächste Mal macht zumindest, jetzt sieht es extrem nice an. Und das feiere ich. Wer findet das mega gut? Also ich tatsächlich feiere das. Hä? Er lobt sie ja. Hä, geiles ASMR. Und er sagt, wer findet das du mega gut? Also ich finde es mega gut. Digga, also sorry, ich muss jetzt an dieser Stelle mal Kennys mentale Geistesgegenwärtigkeit hinterfragen, weil er wirklich einfach sagt, ich feiere dieses du. Aber no front. Aber er lobt sie ja. Er feiert sie. Er lobt sie ja sogar mega. Auch jetzt hört sich extrem nice an. Und das feiere ich. Hört sich richtig nice an. Mikrofon, er hört sich ultra clean an. Und er kauft kein Rauschen. Krass. Ich höre kein Rauschen. Das ist ganz. Oh mein Gott. Sehr stark. Ultra sensibel. Für mich ein 10 von 10. Soundtechnisch. Wer mag... Hä, er sagt ja nur nette Sachen. Hä, 10 von 10. Geil, ich feiere das. Digga, wie kann man denn sagen, dass man das hier feiert? Oh, ich feiere das, Leute. Ich feiere das. Feiert ihr es auch? Laut Janina hat Kenny ja eine einzige positive Sache rausgehauen, dass er durch sie mehr Klicks bekommt. Wollen wir auch mal kurz anhören? Man muss auch sagen, je mehr Aufmerksamkeit sie bekommt, desto größer wird die ganze deutsche Community. Ist einfach so ein Fakt. Und das ist mega nice. Ach so, also er hat überhaupt nicht gesagt, sie hat es so dargestellt, sie hat einfach gesagt, wenn sie mehr Klicks macht, dann hat er da was davon. Aber er hat es anders gesagt, er hat gesagt, wenn sie wächst, weil sie ist, glaube ich, der größte ASMR-Kanal in Deutschland, dann wird die ganze ASMR-Szene in Deutschland halt größer. Ist ja auch logisch. Wirkt fast so, als würde er sie als Trägerin der ganzen Szene betiteln. Es wirkt eher wie ein Kompliment. Selbst daraus dreht sie ihm halt einen Strick, ne? Kennys Reaction ist übrigens, so wie alle anderen Sachen, falls ihr euch selber überzeugen wollt, verlinkt. Wir kommen jetzt mal auf den ersten Kontakt zwischen Kenny und Janina zu sprechen. Und oh mein Gott, was ist denn, das ist ja schon was länger her, ne? Das ist schon eine Weile her. Und jetzt bin ich mal gespannt, was da alles noch so passiert ist. Hä, ist ja super weird, die ganze Story. Oh mein Gott. Hä, das ist wie so eine andere Welt. Oh mein Gott, das ist ja wie so eine andere Welt. Oh mein Gott, Alter, alle streiten sich so wegen irgendwelchen so, ja, du hast meine Mutter beleidigt, du hast das gemacht, du hast das gemacht, das gibt eine Anzeige, du hast das gemacht. Und die streiten sich so, weil er gesagt hat, Janina, mach das Preisschild ab. Und wie verzerrt Janina diesen wiedergibt. Es fing alles vor ein paar Jahren an. Kenny hatte zu dem Zeitpunkt 100 Abonnenten und Janina so ungefähr 1000. Er hatte ihr eine E-Mail geschrieben, die Janina jetzt nach ein paar Jahren veröffentlicht hat. Also erstmal Props, dass du einfach eine E-Mail legst, ist eine Ehrenaktion, ne? Shoutout. In der Mail konnte man lesen, dass Kenny... Hä, warum hat ASMR Janina denn noch die... Warum hat er ASMR Janina denn noch die Mail veröffentlicht von 2018? Was sind das denn für uncoole Aktionen? Oh mein Gott. Hey Janina, mein Name ist Kenny und auch ich erstelle ASMR-Videos, wie du schon festgestellt hast. Über deinen positiven Kommentar bei einem meiner Videos habe ich mich besonders gefreut, da ich auch deinen Kanal, seitdem du etwa 80 Abos hattest, verfolge. Unglaublich, was bei dir passiert ist. Es freut mich sehr und du hast es auch wirklich verdient, dass der Kanal so exponentiell ansteigt. Mein Kanal gibt es jetzt seit gut einer Woche mit knapp 5 Videos, ein paar noch nicht veröffentlicht und bis jetzt liege ich bei 100 Abos. Ich bekomme super Feedback, auch wenn es als Mann im ASMR-Bereich schwer ist bei so vielen Videos. Okay. Wie sie jetzt nach einem kleinen Push gefragt hatte, weil man es halt schwer hat, als Mann groß in der ASMR-Szene zu werden. Und darauf hatte Janina, bevor sie diese geleakt hat, nie geantwortet. Da muss ich aber auch eine Lanze für sie brechen. Hätte ich auch nicht gemacht. War auch überhaupt nicht schlimm, ist in der E-Mail. Da war doch Kenny super nett noch. Kenny hat die 1000 Abonnenten erreicht und darauf ein Abo-Special-Stream gemacht. In diesem Stream hat er live 50.000 Mal Danke für die 1000 Subs gesagt. Hat zum Weilchen gedauert. Über 10 Stunden. Den Stream. Den habe ich damals auch gesehen. Dadurch habe ich den Kenny, glaube ich, so, ich sag mal, ein bisschen besser kennengelernt. So habe ich mich da reingeschaut. Habe ich, glaube ich, auch mal irgendwo erwähnt oder verlinkt oder sowas. Ja, fand ich eine coole Sache. Beziehungsweise die Spenden, die er dort gesammelt hat, wurden wie von vornherein klar gemacht an eine Stiftung für herzkranke Kinder gespendet. Absolute Ehrenaktion. Also wirklich, richtig nices Ding. So, aber wo liegt denn jetzt das Problem? Ihr werdet lachen. Janina hat zum selben Zeitpunkt gestreamt wie Kenny mit seiner Spendenaktion. Einer von Kennys Zuschauern, WordCat, ist irgendwann zu Janina rübergegangen
und wollte, wohlgemerkt ohne Absprache mit Kenny, aufmerksam auf das Spendending machen, damit halt mehr Geld für die kranken Kinder zusammenkommt. Das fand Janina allerdings nicht so toll. Auf den Hinweis reagierte sie mit, Zitat, sowas macht man nicht, lass das, sonst bann ich dich, Wordcat. Der Ursprung für das Zitat liegt in einem Kommentar von ihm. Hier seht ihr es nochmal in Gänze, könnt kurz pausieren, wenn ihr Bock habt. Ja, ich pausiere. Hi Kenny, ich muss sagen, ich fand deine Aktion wirklich sehr gut. Am Ende deines Danke-Livestreams war ich auch da, habe dich fleißig mit angefeuert. Es war sehr emotional. Um dich noch mehr zu pushen, war ich an dem Abend auch bei ASMR Janina im Livestream, um auf dich und deine coole Aktion hinzuweisen. Entschuldigung fürs Rübsen. So. Janina hingegen war weniger begeistert. Sie wollte mich sofort aus ihrem Stream bannen. So etwas macht man nicht. Lass das, sonst banne ich dich, Worldcat. Das waren ihre Reaktionen auf meinen Hinweis auf deine wirklich bemerkenswerte Aktion mit ernstem Hintergrund. Herzkranke Kinder. Ich finde es einfach nur traurig, dass Menschen nicht über ihren Schatten springen können und wirklich wichtige Dinge nicht einfach für gutheißen können. Dachte immer, die ASMR-Community ist eher positiv gestimmt und hat Respekt voreinander. Wenn sogar Unge, übrigens, sich die Mühe macht, über deine Aktion zu berichten, aber deine ASMR-Kollegin Janina mich am liebsten auf den Mond geschossen hätte. Einfach nur armselig und unglaublich schade. Ja, stimmt. Das war dann tatsächlich der Stream, wo ich damals ihn auch erwähnt habe. Erstmal muss ich sagen, ich verstehe es, wenn man keinen Bock hat, dass in seinem Stream Werbung für andere Streamer gemacht wird. Vielleicht wechseln dann ja ein paar rüber. Aber wenn der andere Streamer gerade eine wichtige und ernste Ehrenaktion des Jahrhunderts bringt, why? Lass ihn doch Werbung machen. Also ich bin auch absolut kein Fan davon, wenn man in den Stream reingeht und Werbung spammt. Finde ich super nervig. Aber ihr kennt es, also die Leute, die schon länger meine Zuschauer sind, wissen es. Es gibt nie, eigentlich gibt es nie einen Grund für mich, keinen Ungeklickt zu machen oder keinen Stream zu machen. Außer wenn einer von meinen YouTube-Kollegen oder einfach mit YouTubern in Deutschland einen Spendenstream macht. Ob es Revi ist, ob es Gronkh ist, ob es LeFloid mit seiner Crew ist, ja, SpaceFox, egal wer. Immer wenn jemand anders einen Spendenstream macht, sage ich immer, Leute, ich mache jetzt heute nur kurz oder ich mache heute keinen Stream, schaut bei den Spendenstreams vorbei. Ich verlinke die auf Twitter, ich sage, yo, schaut bei, ich will keinen Stream machen, wo Leute bei mir zugucken, während gerade was Wichtiges passiert, wo Leute Spenden sammeln, ja. Und ich versuche jeden Spendenstream von Leuten, die ich persönlich gut kenne, weil ich kann natürlich jetzt nicht jeden, den ich nicht kenne, natürlich jetzt auch nicht supporten so. Aber auch bei Kenny habe ich das gemacht, den kann ich auch noch nicht, aber ich habe dann gesagt, ey, coole Aktion, schaut auch mal bei ihm vorbei. Da, wo ich es mitbekomme und so, mache ich es immer gerne. Aber ich halte mich dann immer zurück und sage, hey, ich stream nicht, geht drüber zu den Spendenstreams. Und ich finde es gerade dann schwierig von Janina, muss ich sagen, wenn einfach nur jemand sagt, hey, da ist doch jemand im Spendenstream, so, und dann ihm direkt sozusagen zu bannen, so. Also Janina hätte ja zumindest so was sagen können, hey, mega cool, wenn ich fertig bin mit dem Stream, schicke ich mal einen Host rüber oder so, könnt ihr gerne mal vorbeischauen später, bla bla, irgendwie sowas, weißt du? Man muss ja nicht immer Ellenbogengesellschaft, der nimmt mir was weg, ich brauche mehr, so. Das ist halt, diese Einstellung, die feiere ich überhaupt nicht. Wir fahren fort. Janinas Grundproblem mit Kennys Reaction. Der erste Punkt. Janina findet es fragwürdig, dass Kenny via Reaction Klicks auf ihren Nacken macht. Ich finde es sehr fragwürdig, erstmal auf meinen Namen Klicks zu machen, damit der Kanal ein bisschen hochgepusht wird. Er hat es deswegen gemacht, das ist das meistgeklickte Video. Ich kann froh sein, dass ich es nicht gelöscht habe von Anfang an. Da frage ich mich, hast du dich deswegen auch bei Monte, Unge, Unsympathisch TV und vielem weiteren beschwert? Wahrscheinlich nicht, oder? Beruht das hier also eher auf einer persönlichen Vendetta? Ist der Typ hier nicht groß genug? Wahrscheinlich schon. Aber zum Thema Klicks auf den Nacken anderer würde sie ja auch nicht machen. Auf keinen Fall. Ihr nächstes Problem wäre, dass er mit ihrem Namen Geld verdienen möchte. Da fühle ich mich als Meinungsblogger doch klar. Klicks auf anderen Nacken. Und sie hat ein Tanzwort-ASMR gemacht, als das Thema Tanzwort im Hype war. Da fühle ich mich als Meinungsblogger doch glatt so ein wenig, ja, getroffen. Gut, der Punkt hat sich im Endeffekt auch wieder als Quatsch herausgestellt, weil Kennys Reaction-Kanal nicht mal die Monetarisierung freigeschalten hat. Laut Kennys Aussage hat er die aber mittlerweile und das Video wurde direkt geclaimed. Das waren auch so ungefähr die Kernpunkte. Die, die sich für das Thema nochmal interessieren, sollten mal in der Beschreibung vorbeischauen. Ich lege euch Kennys Video nahe, das habe ich verlinkt. An der Stelle möchte ich noch sagen, dass ich Janinas Verhalten ziemlich fragwürdig finde. Nicht böse gemeint, aber aus meiner Sicht solltest du deinen Umgang mit Kritik nochmal überdenken. Musst du aber auch nicht. Ist halt deine Sache. Im Endeffekt nur ein gut gemeinter Ratschlag. Fand ich gut eigentlich das Video. Ich muss sagen, für mich wirkt das so, wie gesagt, ich möchte Janina nicht zu nahe treten, weil ich kenne sie persönlich halt einfach nicht. Und ich kenne auch Kenny halt persönlich nicht gut. Ich kenne beide nicht persönlich. Aber für mich wirkt das so, als ob sie sich ein bisschen Sorgen macht, von ihrem Platz verdrängt zu werden. Weil sie ist ja sozusagen an der Spitze von Deutschland, was ASMR angeht. Ne? Sie ist der größte ASMR-Kanal, der bekannteste ASMR-Kanal. Und hat sie vielleicht
Also für mich wirkt das so, dass Janina so ein bisschen das Gefühl hat, oh, Kenny, ASMR könnte etwas größer werden oder so. Und oh, das sieht aber dann gar nicht gut aus, weil ich will ja ASMR-King oder Queen bleiben, so weißt du. So wirkt das für mich, wenn man so, also sich so verhält, ne? Also, also ich glaube, da wäre schon ein erwachseneres Verhalten sinnvoller gewesen.